Aber die Reverse-Welt bei der Schatzinsel. Ah, ich meine natürlich, wie bist du denn hier hergekommen? Du bist da in die Höhle gegangen und dort wieder rausgekommen. Da muss es mehrere Eingänge geben. Also wenn du es wieder aus der Höhle herausgeschafft hast, ist es wohl sicher genug, dass wir uns auch umsehen können. Übrigens habe ich dir eine Leiter gebaut, mit der du leichter hier wieder rauskommst. Verwende sie ruhig, wenn du magst. Ah, bist du nett, du Tod, Alter. Reverse Welt bei Pema Cutsplash, Part 33 in der Schatzinsel. Machen wir weiter. Und wir kommen wahrscheinlich zum vierten großen Farbstern. Wow. Okay. Es ist hier hoffentlich die Brücke. Weil dann kommen wir hier richtig gut weiter. Mama, lass mich. Nicht du. Nicht. Halt dein Maul. Dum, 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 dum. So, wen holst du dir wieder? Ah, natürlich. Ein Zähler, wuhu, auch noch. Natürlich, das machen wir natürlich auch, ne? Das passt. Das ist alles super. Alles passt, natürlich. Passt alles, Buhus. Passt alles. Alles ist gut. Nice. Da, 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 da. Leider hält der Eisbruder viel aus. Zuerst mal heilen, natürlich. Dann stirb, 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 stirb. Stirb, 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 stirb. Nice, nice, nice. Dann bleibt noch ein Sprung für den. Stirb, 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 stirb. Und noch ein Eisensprung. Natürlich reicht der wegen dem Zentimeter nicht. Ja, geblockt und 18! Junge, wie OP seid ihr eigentlich? Jetzt stirbst du. Ja, jetzt stirbst du. Ja, das kriegt er so. Wenn der nicht reicht, noch das. Okay, los. Ich glaube, der reicht. Ja. Badam, bam, bam. Nice. Damit der schon mal gelähmt ist. So. Eisbruderkarte. Nice. Die bringt uns richtig viel. Warte mal, wir kommen jetzt so hier hin, ne? Kommen wir? Nee, da ist kein Wasser. Na. Ah. Jetzt kommt der letzte Buhu aber. Ja, holst du dir deine Kette. Weil du sonst keine Eier hast. Habe ich noch eine große Fallblume? Nee, aber ich habe eine große Eisblume. Sollte reichen. Damit die nämlich schon mit down sind. Und dann noch mit der Feuerblume. Ich liebe die Blumen, Alter. Die sind geil. So, wieder exzellent. Und die sind auch mega einfach, die Blumen. Mega OP und mega, mega geil. Weil eine große Blume und eine normale Blume sind einfach 6 Buhus down. Und man kriegt richtig viel Items. Und richtig viel Farbe. Junge, ich muss auch gegen jeden kämpfen, oder? Gegen jeden. Kann es sein? Flucht. Ist wieder ein Knochen trocken. Braucht keiner. Natürlich flüchtet der wieder nicht. Mama. Jetzt. Flüchte bitte, du Arsch. Natürlich flüchtest du nicht, weil du vor Knochendruck natürlich keine Angst. Scheiße. Junge. Flüchte jetzt! Das ist nur Knochendruck, Mario. Aber wegrennen. Mann. Danke. Oh fuck, der geht ja gar nicht weg. Nein, der Gegner ist unsterblich. Nein, 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 du lösch mich. Aber das ist blöd, jetzt komme ich gar nicht da links hin. Mann. Nein. Alles klar. Ich muss Mitte. Ja, man sieht auch die Linien. Ich bin da nicht rein! Betrug. Ich hasse dieses scheiß Gamepad.
Danke. Musste ich die reindrücken? The fuck? Hä? Ah. Ah. Das habe ich jetzt gar nicht in der Hauptwelt gemacht. Lol. Ich habe keine Ahnung, wie viele Wege es hier gibt. Das ist so schlimm. Hier kann es überall noch Farbflecke geben. Immer noch zu. Muss ich es umfärben? Nee. Warte mal, jetzt habe ich das da gemacht. Ist dir Anordnung der Fackelstände in der Originalwelt aufgefallen? Vielleicht gibt es da eine Verbindung zur Reverse-Welt. Oh nein. Ah. Warte mal, das war auf jeden Fall aus. Das glaube ich auch. Und nochmal eins. Nee. Nummer eins? Nee. Warte, dann gucke ich kurz bei der normalen Welt weiter und dann sehen wir nochmal neu halt nach und dann sehen wir uns hier wieder. So, bei 32, so. Wann war ich denn da? So. Also die zwei, dann zwei leer. Okay. So, ich habe jetzt geschaut, das war auf jeden Fall richtig und alles war richtig, nur das muss auch noch entflammt werden. Geht's jetzt? Lol. The fuck? Gut, dann kommen wir jetzt also auf jeden Fall durch. Oh nein, Dreiersprung. Farbfleck. Fabian geht wieder rein. Mario, ich kriege hier etwas Leckeres aus dieser Höhle. Ich zieh mir das mal an. Wieder reingefallen, was ist das? Oh nein. Ja, pf, genau. Da sieht man gar nichts einfach. Das ist derselbe Qualm wie in der Originalwelt. Ich sehe da etwas, aber bevor wir nicht wegen des Qualms etwas unternehmen, kommen wir da nicht heran. Ja, chill doch mal, wenn du das auch machen musst, dann tut's mir leid. Jetzt sind es hier alles Kisten. Ich melde hier. Was ist hier? Nix. Nur ein Farbfleck. Der sich jetzt nicht umfärben lassen will. Danke. Ein Zweierhammer, wie geil. Okay, Loch. Genau. Hä? Schau mal. Das ist jemand, der diesen Qualm verursacht, aber wer kann das sein? Hat der etwa Probleme? Der hat Probleme. Und wie safe. Nein, da kommen wir auch lang. Warte, machen wir das kurz. Weil hier gibt's so einen Farbfleck. Oh, nee, doch. Doch, gibt's. Eben. Haben wir den Farbfleck abgeschlossen. Und jetzt gehen wir zu diesem Tod, der grillt. What the fuck, was für Grillen. Junge. Na, da hat sich da das leckere Aroma hergeführt. Dauert nicht mehr lang, dann ist es fertig. Oh, Junge, 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 Junge. Scheiß auf die Münzen. Ha! Ich quetsche ihn einfach aus. Ein Grill ausquetschen, Junge. Was spiele ich hier? Ja, oder noch so ausquetschen, natürlich. Grillkarte. Vielleicht Nahrungsmittel eine appetitliche braune Farbe und einzelnen prinzlichen Geschmack.
Was soll das? Quetscht einfach meinen Grill aus. Dabei war ich fast fertig. Ich werde dir jetzt als Strafe folgen, bis ich mich beruhigt habe, was vielleicht nie sein wird. Denn beim Grillen hört der Spaß auf. Dann folgt mir halt. Das tut uns leid, aber wenn wir über ein Dings wie das hier stolpern, nützt es uns oft bei unserer Suche. Außerdem hat es so gut gerochen und das Ausquetschen lässt sich nicht rückgängig machen. Wir bitten um dein Verständnis. Ja, folgt mir halt. Glaubst du, das juckt nicht? Nee. Mich juckt das nicht. Kannst ruhig mitkommen. Und gegen die Buhus kämpfen. Ja, und dann schon failen, gell? Ja. Der gibt nicht auf. Ich hätte gedacht, dass seine Wut langsam mal verraucht. Lol, wie traurig der guckt. Oh, armer Fabian. Kein Grill ist so heiß wie die Wut eines Captains, der beim Grillen gestört wurde. Mich werdet ihr nicht so schnell los. Doch. Warte mal. Als ob! Jetzt ist es ein Farbfleck. Oh, da bin ich geil. Ich bin halt Beste, ne? So. Los, dann komm halt mit. Der kommt echt mit. Mach mit Captain King Captain, das wäre geil. Ist das etwa ein Toad? Ich habe so lange keinen anderen Toad mehr gesehen. Ich hatte schon fast vergessen, wie wir aussehen. Hey du da, Toad, hast du Lust auf ein kleines Gespräch? Dank dieses Halunken kann ich dir kein leckeres Grillgut anbieten, aber... Gelber Kopf, gelbe Wert, gelbe Weste, übergroßer Piratenhut, Säbel. Du bist der legendäre Captain. Alles klar. Du hast also dein Gedächtnis verloren und kannst dich an nichts mehr erinnern? Recht, ich habe keinen Schimmer, was ich hier auf der Insel mache. Sag mal, an deine Kleider, kann es sein, dass du mich imitierst? Wir hätten da noch den großen Farbschirm zu finden. Wir können also in aller Ruhe reden. Aber lass es uns wissen, wenn du an dein Gedächtnis wiederfindest. What the fuck? Okay. So, was haben wir jetzt gemacht? Genau, das haben wir jetzt... Wir haben jetzt den Qualm entfernt. Wenn wir jetzt da reingehen... Beste Leiter. Ein Leiter voller Sklaven. Alles klar. So. Genau. Ist der Qualm da weg? Warte mal, habe ich eigentlich jetzt alle Farbflecke? Ein Speicherblock. Okay, jetzt kommt der Boss. Warte, lass mal gucken. 93%. Ja, ich glaube, da kommt doch noch was, weil ich war noch gar nicht in der Reverse-Welt da drin. Ist der Körper noch da? Nee. Der Körper hat sich verzogen. Und der große Farbstern. Weck hier den großen Farbstern auf. Nee. Das. Ein Kupferling drin in der Muschel. Hey, was war das? Das war Wendy. Wendy! Warte mal, wir brauchen Dings. Das haben wir noch nicht mal. Ich brauche, glaube ich, zwei Dings sogar und ich habe beide nicht. Ah, sieh einer an. Genau der Klempner, auf den ich gewartet habe. Du bist spät dran. Ganz schön schlechte Manieren, eine Dame mit zu fetten Lippen so warten zu lassen. Ich habe schon überlegt, ob du überhaupt jemals hier auftauchen würdest. Und dann muss ich wohl eingenickt sein. Boss wollte jedenfalls, dass ich mir den Farbstein hole, bevor du ihn in die unmanikürten Finger bekommst. Halt dein Maul. Und da ich jetzt dank dir meinen Schönheitsschlaf halten konnte, wirst du ihn niemals besitzen. Du bist den ganzen Weg bis zur Schatzinsel gekommen. Du musst Schätze ja wirklich lieben. Da habe ich etwas für dich. Ich muss weg. Ich habe die Dingse nicht. Kann ich flüchten? What? Bam, 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 bam. Hä? Ich habe aber A gedrückt. Also. Gut, dann schlage ich dich halt. Na, ich hab doch die Dings. Ah doch, ich hab ein Dings. Aber es reicht nicht. Oder? Ach, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von dem Boss.
Dann hole ich mal dich. Und hole er richtig in die Fresse. Mit dem. Und dem. Und jetzt stirb. Wir müssen ja hoffen, dass die Lippen nicht... Arschloch. Das juckt die ja kaum. Ja, genau. Ich habe gar keine Chance. Ein goldener Shy Guy, natürlich. Ich habe A gespammt. Muss man A spammen? Ich habe es nämlich nicht gemacht. So, ich brauche mal das. Dann. Das. Und das. Geil, jetzt habe ich meinen Eisbruder verschwendet. Mann! Bam, 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 bam. Tot. Und jetzt du. Bam, 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 bam. Und nochmal. Ich kann den Kampf eh vergessen. Ich hab das Dings nicht. Ja, genau. Guck mal. Es sind erst die Beine weg. Wir sollen es schaffen! Na, Bruder, genau! Nein, hat fast geklappt. Man kann gar nicht alles blocken. Das ist überhaupt nicht mehr gleich. So, stirb, stirb und stirb. Wie das aussieht. Wieder 5 Sprünge. Aber diesmal Sprünge. Die richtig Schaden machen. Ja, ja, Wendy. Nice, excellent. Wow. Die machen Schaden. Und schon sind wir am Kopf. Zumindest fast. Die kommt immer noch nicht mit Dings. Okay. Natürlich der, den ich blocken muss, den habe ich natürlich nicht geblockt. So, stirb und Wendy. Nice. Mann, jetzt mache ich das. Jetzt gebe ich die ganzen Karten aus. Weil ich ja nicht flüchten kann. Mann. Aber ich habe das Ding noch nie bekommen. Also was soll ich da denn machen? Jetzt aber. Hey, Sob! Natürlich habe ich wieder nichts geblockt. Ich hab dir so viele Münzen gegeben, du siehst kein bisschen glücklich aus. Aber gut, jetzt verpasse ich dir ein Lächeln, von dem du selbst am liebsten ein Erinnerungsfoto hättest. Hätte ich vielleicht doch in die Reverse-Welt gehen sollen. Weil genau, Erinnerungsfoto. Und das habe ich nicht. Jetzt kriegst du was Besseres als schnöde Münzen. Du wirst gar nicht wissen, wie dir geschieht. Also schön das Lächeln halten. Ja, Pose bitte. Kartenwort? Schade. Ja, Schnuppe. Irgendwas. Ich muss flüchten. Ja! Es geht. Aber es sind alle Karten weg, ne? Scheiße.
Dann gucke ich noch kurz in die Reverse-Welt nach. Ob da was ist, was ich brauche. Meistens werden wir im nächsten Part den großen Farbstern holen. Aber die Zeit bei PMCS geht so schnell weg. Das gibt's nicht. Alles außer die Knochen trocken sollten weg sein. Nice. Dann guck mal hoffentlich ein Foto. Bitte ein Fotoapparat. Bitte, 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 bitte. Natürlich. Piss dich. Jetzt geht er nach hinten. Junge. Guck mal, sogar in der letzten Ecke haut er sich noch an. Junge, ich kann nichts machen. Fuck. Da! Oh, Junge. Ich brauche einen Kampf. Ich brauche einen Kampf. Oder Herzen. So, was ist da jetzt? Der Quam hat sich verzogen. Ich brauche keinen Pfeffer. Junge. Oh, ich brauche noch ein Foto. Da müssen wir, glaube ich, doch zur Sniffit-Show. Salz und Pfeffer wird eingesetzt, um den Geschmack von Speisen zu verbessern und stolze Köche auf die Palme zu bringen. Wait. Können. Warte mal. 95%. Sollen wir jetzt zu dem Koch gehen? Dann können wir dem jetzt was geben? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Aber ein Leben könnte ich mal gebrauchen. Geh da jetzt rein, danke. Und wenn das nicht geht, dann muss ich, glaube ich, zu Sniffit-Show. Und wenn das auch nicht geht, dann hasse ich mich. Nach so langer Zeit wieder tot zu treffen, hat mir glücklich. Die Sache mit dem Grill ist damit fürs Erste vom Tisch. Wenn du mit Farbe in den Farbstein suchst, gehe ich das Logbuch durch. Vielleicht findet sich da etwas, das auf sein Gedächtnis. Seinem Gedächtnis auf die Sprünge hilft. Warte mal. Genau, Lava. Der Inhalt dieser Kiste wurde in unserem Fundus überführt, die Sniffit-Show. Ja gut, aber das mache ich jetzt heute nicht mehr. Würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Im nächsten Part versuchen wir dann den Fotoapparat zu bekommen und Rennie zu besiegen. Und ja, yeah, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. IT-Gamer.